schön, wieder sehr viele Mitglieder hier zu sehen. Und auch Sie, liebe Gäste, die inzwischen wieder ohne Mundschutz dieser Veranstaltung beiwohnen dürfen. Meine Hoffnung zum heutigen Festakt, vielleicht nur weniger schlechte Nachrichten und Leid in der Welt berichten zu müssen, ist dagegen nicht in Erfüllung gegangen. 2 Jahre hat uns Corona beschäftigt. Reihenweise sind Veranstaltungen ausgefallen. Wohlgemerkt, das Virus ist noch unter uns, aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Viele Menschen haben sich impfen lassen und so sind Großveranstaltungen wie Schützenfest wieder möglich. Aber vergessen wir nicht, jeden Tag sterben noch Menschen und die Gesamtzahl der Toten in Deutschland ist mit 142.000 Kurs angelegt. Wenn Politiker davon sprechen, dass es die größte Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg ist, dann ist uns plötzlich wieder vor Augen geführt, dass nach wie vor die Gesundheit das höchste Gut auf Erden ist. 2022 ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Ein Krieg, 2 Flugstunden von uns, in wie wir dachten zivilisierten Europa undenkbar, er findet wirklich statt. Ein Wahnsinniger glaubt, die alten Grenzen der damaligen Sowjetunion wiederherzustellen, ohne Rücksicht auf Verluste und mit einer nie dagewesenen Brutalität. Warum glaubt ein einzelner Mensch zu Lebzeiten etwas Großes tun zu müssen, um sich für immer unsterblich zu machen? Die Geschichtsbücher werden später was anderes schreiben. Aber wer sagt es diesem Geisteskranken und wer hält ihn auf? Wir befinden uns im 21. Jahrhundert und trotzdem gibt es Staaten, die die Menschenrechte mit Füßen treten, die Pressefreiheit nicht vorhanden ist. Wie sonst ist es zu erklären, dass ein ganzes Volk nichts davon mitbekommt, was sein sogenannter Führer anstellt? Unsere Politiker wissen das, müssen aber leider viel zu oft auf wirtschaftliche Interessen Rücksicht nehmen.